Und da fällt, Stichwort Run, der fängt Garfield an. Oh, okay. Na, noch fängt er nicht an, noch läuft der Timer nicht, aber wir sehen schon mal was vom Spiel auf alle Fälle. Und das ist sehr, sehr vielversprechend. Es ist Famicom. Rula-Knirps? Nein. Das muss nicht unbedingt eine deutsche Donation gewesen sein. Dieses Greetings from Germany ist da quasi schon Meme geworden. So circa 90% aller Spenden, in denen das vorkommt, sind gar keine deutschen Spenden. Aber ich kann trotzdem mal nachgucken, wenn, oder ich könnte, wenn ich jetzt den Spendentracker hätte, verdammt. Ich wusste, irgendwas habe ich noch vergessen zu öffnen. Sekunde. Ich würde sagen, Ziffragen. Ich bin ja für gewöhnlich gut vorbereitet. Okay, ja, Garfield ist eine bekannte Comicstrip von, wie heißt es nochmal, Jim Davis. Wir spielen Garfield, nicht Überraschung. Garfield ist eine Katze, oder ein Kater besser gesagt, mit einer Vorliebe für Lasagne. Oh ja. Und einer Vorliebe für möglichst wenig tun. Kann ich beides nachempfinden? Und eine Hassliebe für den Hund, Olli. Und Olli ist, ich glaube, in diesem Spiel irgendwie gekidnappt worden. Und irgendwie haben wir jetzt wohl eine Woche Zeit, um Olli wieder zu holen. What happened? Hey, grad auf, ich hab auch eine Hassliebe für meinen Hund. Ich bin Garfield. Lol. Cool. Naja, es ist ja nicht dein Hund, es ist ja der Hund deiner Mutter. Ja, gut. Gut, aber ich hab den so oft hier, dass es schon halb meiner ist. Ja. Auf jeden Fall, wir bewegen uns schnell, da wir jetzt diese Stiefel aufgesammelt haben. Und wir sehen, jeder besiegte Gegner lässt ein Item droppen. Wir nehmen aber nicht jedes Item auf. Hauptsächlich wollen wir halt, wenn überhaupt, nur den Schlüssel haben, um halt diese Türen zu öffnen. Und diese Knochen, die wir als Waffen nutzen können. Und da haben wir jetzt diese Stiefel, sogar zweimal direkt hintereinander, das ist guter RNG. Okay. Wodurch wir uns natürlich sehr schnell, sehr schön, sehr weit fortbewegen können. Ja, das ist so eine typische 8-Bit, ja, ich sag mal Comic, Verwertung in einem Videospiel. Davon gab es ja auch hunderte, gefühlt tausende. Ja. Wir haben jetzt eben die Schrotter eingesammelt, haben jetzt die Stiefel eingesammelt und können uns dadurch entsprechend schnell fortbewegen. Machen die Vögel überhaupt irgendwelchen Schaden? Nö. Okay. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Momentan kommen sie mir eher wie Drohnen vor. Ja, ja. Ah, ja, doch, sie machen Schaden. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Es ist einfach nur, dass Garfield schneller war als die Vögel und dementsprechend, ja. Wir haben jetzt den Mittwoch hinter uns. Und als nächstes kommt, logischerweise, der Donnerstag. Und ja, Fight Angel, dies ist noch Trash. Ungefähr anderthalb Stunden noch. Also nicht das Spiel, ne, sondern der gesamte Trashbook. Weil ich halt nicht genau weiß, ob die letzten Spiele, ob das wirklich Trash-Games sind. Einige von denen kenne ich ja selber nicht. Also Monkey King kann man sich drüber streiten. Aber Trio the Punch ist eindeutig Trash bzw. What the Fuck Japan. Okay. Und was Metal Gear angeht, keine Ahnung, da muss man sich ins Subso wenden. Nein, das würde ich schon nicht, also definitiv nicht als Trash bezeichnen. Nee. Ja, wieder die Stiefel anziehen, den Schlüssel aufsammeln. Ein Mod hier, ja. Ja, sogar eine ganze Menge. Weil die Mods aus dem Rock-Modus aufwachen. Ja, wir beide sind ja da. Wir sind ja beide auch Mods. Und da haben wir den ersten Bosskampf, den wir dank den Torten elegant schaffen konnten.
and just kind of push the projectiles that come off of them, push the enemy back and cause them to keep taking. Wir sammeln einen Knochen auf. Ein Knochen sorgt für mehr Lebensenergie, ebenso wie Kaffee. Okay, wow. Ich wusste gar nicht, dass Garfield Knochen mag. Ja, deswegen. Da hat er wohl irgendwelchen Schaden kassiert, weil er da so merkwürdig starr stand. Büffel aufsammeln. So Cool Kid makes use of that sometimes, especially with these birds, which conveniently run at the same speed as. Ah, okay, es können immer nur vier Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Und das macht man sich so ein bisschen auch zunutze in dem Run. Regen und Skriptel wieder langsam fort, das sind Stiefel, jawoll! Wir können jetzt wieder schnell fortbewegen, durch die Tür. Also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Runs. Oder haben die Hälfte des Runs gerade hinter uns gelassen. Weil Samstag und Sonntag sind jeweils zwei Abschnitte für sich. Ah, okay. Nächste Stage! Der Samstag Teil 1. Death Neko hat uns gerade darauf hingewiesen, wenn keine Lasagne da ist, futtert Garfield auch die Hundeknochen. Den Hundekuchen. Der ist wohl so in Knochenform. Das erklärt, warum die auch die Energie auffüllen. Ja, können uns wieder von der Ort fliegen. Das Problem ist, ich kenne mich mit Garfield nicht so gut aus. Nicht so ganz meine Kragenweite. Bei mir ist es auch schon lange her, dass ich mich überhaupt mit Garfield irgendwie befasst habe. Also deswegen so, gerade so Hintergrundwissen könnt ihr gerne im Chat auch raushauen. Freuen wir uns auch. Wir kriegen weiter fleißig Stiefel, das ist sehr schön. Orange mag uns. Wir haben jetzt zum dritten Mal hintereinander Stiefel gekriegt. Okay. Und wieder ein kleiner Bosskampf. Wir feuern Torten auf ihn. Und da ist der Boss down. Oh, Schlüssel sammeln, da ist er jetzt einmal ein bisschen zu früh gesprungen, bevor der Schlüssel da gespawnt ist. Ja, dadurch hat er jetzt so ein, zwei Sekunden noch verloren. Hazelnut, was auch immer du gerade schreiben wolltest, schreib's nochmal, weil wir verstehen das nicht. Allgemein ist ein Jump'n'Run mit Garfield schon eher einen hohen, oder schon eher hohen, so bewegungsfaul wie der Kater ist, ja, das stimmt. So, Tür aufschließen. Sammeln da wieder Treter auf, weil wir die brauchen. Wir treten ja gerne Gegner weg. Oh, wow, das war ein sehr... Wenn es geklappt hat, ist es präzise. Ein sehr präziser Sprung. Okay, Black Sheep, danke dir. Und damit haben wir den Samstag hinter uns und es geht in den Sonntag rein. Der letzte Tag, beziehungsweise das vorletzte Stage. Wir treten gerne Gegner. So aus dem Zusammenhang gerissen, könnte man das durchaus quoten, aber nee. Ich mach's nicht. So. Zwischendurch feuern wir halt diese Chips oder was immer das auch ist. Oh, man hat nur ein Leben in dem Spiel. Ja, das ist auch interessant. Ja, aber so wie das läuft, ist es sehr schwer, das eine Leben zu verlieren. Mhm. Und Continuous scheint es auch zu gehen, da muss man halt das ganze Level nochmal von vorne machen. Yay! Hat man Montag einen Malus? Ich glaube nicht. So, und damit sind wir im letzten Stage. This runs. Sonntag, Tag 2. Sonntag, Tag 2? Oh, das wäre schön. Zwei Sonntage in der Woche. Ja. Ich weiß schon, was du meintest. So, wir haben wieder die Stiefel. Wir können uns wieder schnell fortbewegen. Yay! Da haben wir jetzt eben die Stiefel verpasst. Ja, Garfield kann sich auch auf allen Vieren fortbewegen. Das was er hier wohl macht, um diesen Vögeln auszuweichen. Guckt er die gerade? Ja, jetzt hat er den Schlüssel.
wirft einen Knochen auf den Gegner. Erstmal nix aus. Black Sheep hat auch gerade darauf hingewiesen, oben rechts, da sieht man die Munition quasi. Das sind, du hattest, glaube ich, Kuchen gesagt. Das sind Hundeknochen, also, Quatsch, Hundekuchen, so. Also fast dasselbe im Grunde. Und da ist Olli! Da der Hund, ne? Ja. Okay. Nee, Odi, nicht Olli. Ach so, oder so. Und da ist ein Kater, den wir gezeigt haben, dass man sich nicht mit Garfield anlegen sollte. Odi kann durch die Tür gehen. Und damit ist es geschafft. Da ist gerade noch ein Gegner aufgetaucht und man kann an diesem Gegner tatsächlich sterben. Das hat er gerade erzählt und genau in dem Moment kam dann auch dieser Gegner noch. Aber ist zum Glück nichts passiert. Ja. Sonst hätte das nochmal ganz böse enden können. Jo. Thank you all very much for having me and thank you. Big thanks to my wonderful couch. Thank you all very much. Die Laus war geil, okay. Aber die habe ich jetzt leider nicht so wirklich wahrgenommen. Odi, der gestörte Hund, der gestörteste Hund der Welt. Wie hieß der Typ da nochmal? Weißt du das noch? Nee. Okay, vielleicht weiß